Servus und hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, Samstag, der 13.02. Und ich befinde mich gerade unten im Schweinestall. Ja, dann habe ich auch frisch Nies gemacht. Und natürlich auch frisch Wasser. Ja, vom Frieren durch hin geht es eigentlich relativ gut. Ist jetzt nicht so dramatisch. Jetzt ist immer mal eine leichte Eisschicht drauf, trotz offener Fenster. Ist ja leicht offen. Aber ja, es hält sich in Grenzen. Aber Wasser gibt es natürlich trotzdem auch frisch. Das mache ich je nach Bedarf, wenn es fällt, wie jetzt, da war nicht mehr viel drin. Oder halt, wenn es wirklich zu euch zugefroren ist, dass auch nicht die Eisbrühe saufen müssen, dann gibt es auch frisch. Ja, die gerade versorgt. Da sind wir fertig. Und hinten den Kiesstuhl habe ich auch schon fertig. Den habe ich auch das Wasser freigekratzt. Ja, die Kübelstänger hinten ja draußen, da friert es natürlich rein. Gut, wir haben die letzten zwei Nächte deutlich zweistellige Minusgrade gehabt. Sorry, zehnstellige Minusgrade. Unter 10 Grad wollte ich sagen, ja. Ja, das friert es dann natürlich schon ein wenig rein. Aber ja, alles halb so wild. Geht. Na Oma, mal los Mädchen. Und los, mein Mädchen. Hallo Oma. Ey, du sollst aufhören zu randalieren. Die Oma. Nein, du sollst nicht beißen. Ich war schon in deinem Maul, da passt mein ganzes Händchen mit rein. Oma, Hände zu. Na, altes Mädchen. Bist der Feine. Ich glaube, die ist wieder rauschig. Die Lady. Jetzt habe ich eine Beule. Jetzt auch schon lang. Meine Gute. Ja, die haben halt insgesamt 7 Arme Futter gehabt. Gekochten Rosenkohl und gekochter Äpfel. Paprika. Ja, Schrot zweimal. Auf jeden Fall eine schöne Ladung. Ey, mein Freund, hörst du auf? Also den Arsch offen? Sollst du nicht machen? Nein! Dickschädel! Das gefällt mir noch. So, jetzt lasse ich euch allein, jetzt machen wir Feierabend. Ja, wie gesagt, mit der Stelle bin ich durch. Soweit bin ich fertig. So, ist immer noch Winter. Wobei, heute hat es schon wieder ein wenig gedauert, also der Schnee wird langsam weniger. Ja, das muss man natürlich auch ein wenig im Blick behalten, weil ich habe ja schon mal gesagt in einem Video und ich soll da die Gersten, die gar keine Gersten ist, sondern was, die sollte ich auch mal zeigen. Geht jetzt im Moment nicht, siehst du da nicht viel, aber ja, wie gesagt, wenn jetzt die Schlieden vorher dann drüber fahren, im Moment ist ja wascht, solange es gefroren ist, aber wenn das einmal auftaut, das gibt dann an sich im Morast, wenn die 5 Uhr drüber sind, die reißen alles zusammen. Auch wenn es bloß ein kleines Stück mit, meinetwegen 20 Quadratmeter ist, aber 20 Quadratmeter getrau oder 20 Quadratmeter kein getrau, das macht schon einen Unterschied, weil ich sehe das einmal so, das ist meine Strufe meiner Viecher, und ich sehe das so, wenn es kein Back- oder Brauwas ist, dann ist auf jeden Fall Futterwas, und dann lasse ich mir was für da haben. Und dann will ich das nicht, dass jeder da durchsappt. Nur gut, ja, wie gesagt, soweit sind wir durch. Das war's dann für den 13. So Leute, mittlerweile haben wir Freitag, den 19.02. Ja, die Woche ist vergangen, es ist wieder nicht die Welt passiert. Ich bin abends heimgekommen, Stall gemacht und sonst war eigentlich die Woche eigentlich nichts los. Wehe, recht langweilig geworden. Ja, die Ballenzanger wird voraussichtlich nächste Woche kommen. Schauen wir mal. Also bestellt ist er ja, wie gesagt. Ich denke so nächste Woche. Und ja, bist du hier? Habe ich gedacht, vielleicht langt mal Siloballen. Leider nicht. Der Siloballen ist leer geworden. Muss ich halt auffüllen. Also wir ran auf da. Aus dem Container raus. Ja, müssen wir zu zweit machen, aber irgendwie war das schon wann. Und ich habe aber für heute was anderes geplant. Ihr seht hinter mir, die Sonne scheint. Wir haben herrlichstes Wetter. Das heißt, ohne Photovoltaikanlage da oben auf dem Dach. Die macht Strom. Und die Gelegenheit werde ich jetzt einmal nutzen. Ihr wisst, ich habe meinen Kalkstreuer da oben stehen.
da oben. Und ihr wisst, dass ich den immer noch sauber machen muss und dass er gestrichen wird. Wer sich erinnert, ich habe ja letztes Jahr auf eine Baumwurzel ein bisschen geschrottet, dann haben wir ihn wieder zusammengerichtet. Aber was nicht gemacht worden ist, weil es damals einfach nicht die Zeit war, das war eine Farbe drauf. Ja, Farbe geht jetzt wieder drauf. Und da davor geht er gewaschen. Das habe ich jetzt vor. Wetter passt, wie gesagt, Dampfstrahler Stützerhausen. Ich soll bloß den Kalk rauswaschen, dann gründlich sauber machen, die Teile alle dann ein bisschen entrosten und da frischer Farbe drauf. Ich werde nur das grüne Zeug lackieren, also die Räder, die eigentlich orange sind. Da habe ich jetzt keine Farbe extra bestellt. Was soll ich da mit einer Farbbüchsen, welche die Rädler? Das ist ein ausgeschmissenes Geld. Nee, ich lackiere eigentlich bloß den Rumpf, dass die Bretter wieder geschützt sind, weil da kommt jetzt die Feuchtigkeit noch, das ist nicht optimal. Ja, warum hocke ich da dazu auf dem Radlader? Ihr wisst, wir haben an unsere Heckmulden für den Bulldog an so einem roten Rahmen. Und ihr wisst, dass wir die Heckmulden gerne mal nutzen zum Holzfahren, Laubladen und dergleichen. Und der Ruderrahmen ist eigentlich bloß eine Dreipunktaufnahme. Der passt auf die Euroaufnahme vom Radlader und hat von einer Dreipunktaufnahme für Anbaugeräte. Und ich will jetzt einmal probieren, ich weiß nicht, ob es geht, aber theoretisch könnte, dass ich die Aufnahmen und meinen Kalkstreuer nachbringe und dann damit dann zum Waschplatz nachfahre. Waschplatz ist übertrieben, um halt vor der Garage, wie gesagt, ich wasche bloß Kalk und kein Öl, also das ist wurscht, da langt es dort. Ja, das ist der Rahmen, obala, das ist der Rahmen da vorne dran. Ich habe mir jetzt vor der Mulden abgemacht und quasi da noch. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, das probieren wir.
Jetzt hat einen Moment gedauert. Ich muss noch ein wenig improvisieren. Der Roma ist halt für sowas eigentlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Zwei Rohrstückler außen aufgesteckt, dass ich ihn aufheben konnte, weil das wäre jetzt sehr knapp geworden. Also es wäre schon gegangen, aber Anklangschlenker links oder rechts, dann wäre er rausgerutscht, so geht es besser. Ja, und den Oberlenker von der Sämaschine geholt. Das ist ja der, wo zwischen Sämaschine und Kreiselecken drin ist. Ja, und schon kann ich das Ding aufheben. Viel besser. Ja, lässt sich auf jeden Fall schöner fahren, als jetzt mit dem Bultergastgruß anzuhängen. Und so kann ich ihn dann auch bequem auf die Höhe, wo ich ihn brauche. Ich muss ihn jetzt ein wenig auseinanderbauen. Da sind noch leichter Kalkreste drin. Ich gebe dazu, ich habe den einfach so abgestellt und dann nichts mehr gemacht. Jetzt muss was gemacht werden. Ja, dazu bauen wir ihn jetzt einmal auseinander und dann schauen wir mal weiter. Södele, nun ist der Amazon wieder sauber. Ein bisschen Lack hat er gelassen, aber gut, deswegen war er ja dann neu gestrichen. Ich habe mir ja Farbe bestellt und ja, ein bisschen ausschleifen und dann kommt da auch mal ein frischer Farb drauf. So schaut er aus. Wie gesagt, Orange habe ich nicht bestellt, weil ja, ich habe nicht wirklich Rost angesetzt. Ich war ja jetzt da auf die Fellen gestanden. Da ist minimal. Das ist sauguter Stahl. Farbe ist noch drauf, also die Fein bzw. die Räder waren nicht gestrichen. Da hätte ich jetzt extra Orange bestellen müssen, welche. Du brauchst da vielleicht 100 ml oder so. Habe ich jetzt leider nicht da. Und extra an 750er Dosen bestellt, welche sowas ist Quatsch. Ja, da müssen wir mal gucken. Das war ja Aufkleber. Der löst sich leider auch ein bisschen auf. Das war aber vorher schon. Der und der. Ich weiß nicht, ob es die noch neu gibt. Drüber streichen wollte ich eigentlich nicht. Ich muss auch mal gucken, vielleicht kann ich sie ein wenig abkleben und drumherum streichen. Wäre eigentlich schon die wegzumachen. Ja, die Zahl da hinten. Puh. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Und hinterher, ne, den muss ich dann auch abkleben. Sicher ist sicher. Da sehe ich den ja. Das ist ja neu gekommen letztes Jahr. Ach ja, da muss ich nochmal waschen. Das noch Kalk. Den will ich hier nicht haben. Muss nur nochmal rein. Haben wir nicht gescheit gemacht. Da war er ja auch kaputt. Das habe ich danach verstärkt. Ja, der hält wieder. Biener. Genau, dann waschen wir da nochmal schnell drüber.
So, wir haben immer noch Freitagabend. Mittlerweile ist es 20 nach 11. Ja, Zeit wird es langsam, dass ich raufkomme. Das Video will noch geschnitten werden und natürlich hochgeladen, dass es morgen am Samstag rauskommen kann. Ja, außerdem ist morgen wieder Fleischholtag. Ja, gehe ich wieder einkaufen in Leuchart rum. Jo, was mache ich jetzt dann also so spät unten noch? Ja, ich habe angefangen zu lackieren. Ich habe ein paar Teile schon vorhin entrostet gehabt, das habe ich aber nicht gefilmt. Und habe es jetzt gestrichen. Gestrichen mit Pinsel und Farbbüchsen. Amazonegrün. Jo, wird schon. Wir haben da einmal das Rührwerk. Da haben wir die Hemmschiene. Das da. Die wird herausgenommen bei pulverförmigem Streugut, also Kalk. Und wird neu gemacht bei keinem Streugut, also zum Beispiel Kalkammonsalbete, also KAS. Ja, und das ist hinten die Dosierklappen, beziehungsweise der Schieber, der den Streuer dann hinten auf und zu macht und das Streugut noch unten zerwalzen lässt. Ja, Streuer habe ich angefangen. Von außen ist noch nicht viel passiert. Hinten am Heckerwing. Aber von vorne auch noch nichts. Dazu brauche ich morgen A, mehr Licht und B, vielleicht ein wenig mehr Wärme. Und C, vielleicht möchte ich das lieber draußen machen, weil da komme ich schon in Ordnung, kann ich noch weiter aufheben. Ja, der hängt immer noch am Radlader dran. Sieht man ja da. Schwebt noch in der Luft. Das ist optimal, ein wunderbares Arbeitsgerüst quasi, der Radlader. Und ja, ihr seht, ich habe nach innen schon rausgestrichen. So schaut es jetzt aus. Alles noch richtig spiegelnd und speckig. Ja, wie gesagt, das ist alles mit Pinsel gemacht. Bin jetzt nicht extra mit den Lackierpistolen rum. Erstens brauchst du da deutlich mehr Farb und zweitens haben wir kostet es natürlich einen Haufen Geld. Quatsch. Zweitens einmal kostet einen Haufen Geld. So ein Blödsinn. Ich bin einfach zu müde. War schon immer, muss ich so. Nee, sorry. Nee, wenn ich mit der Lackierpistole, das müsste ich definitiv draußen machen, nicht hinter. Das ging nicht um Radlader. Das wollte ich eigentlich so. Ja. Nee, das ist. Und wie gesagt, es geht ein Haufen Farbe mir verloren beim Sprüher mit den Pistolen, weil du hast einen Haufen Farbe, die daneben ausgeht, die in der Luft verwirbelt und davor fliegt. Und das ist auch Quatsch. Für das, was ich vorhab, ich brauche da ohnehin ein wenig einen Rostschutz in Form von Farbe. Der war vorher auch nicht grundiert oder was. Also war einfach das nackte Blech mit der grünen Farbe gestrichen. Und genauso habe ich es jetzt auch wieder gemacht. Man, es war ja schon ein bisschen Grundfarbe drauf. Die rostigen Stellen habe ich alle angeschliffen, dass das weg ist. Und da wieder Farbe drauf. Und ja, jetzt halt einmal sauber lackiert. Ja, mit dem Pinsel, es geht einfach schneller und es kostet mich auch nicht so viel Farbe. So müsste ich auch sagen. Weil mit dem Pinsel, du nimmst deine Farbe, tust sie direkt nachmatschen. Was du brauchst, verteilst sie dann optimal. Ja, was will man mehr? So schaut das Ganze jetzt dann aus. Also, wenn das drucken ist, alles schön glatt. Rutscht dann das Streugut auch schön. Bleibt nicht hängen. Weil das war beim Kalker wegen das Problem. Das Ding, das war innen recht rau. Abgeglatzt. Überall ist der Kalk hängen geblieben. Der Kalk ist sowieso pulverförmig und bleibt gerne mal ein wenig hängen. Nee, und so ist ganz gut. Das schaut das gut aus. Ah, das Heck hinten habe ich schon mal so ein wenig. Ja, die Rückstrahle. Eigentlich waren sie auch komplett silber. Das ist aber Stahl, der scheinbar silber angestrichen ist. Ich habe, weil er jetzt das Rosten angefangen hat, zumindest den Außenrand oder auch mal ein wenig grün mit lackiert. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich zu faul gewesen wäre, den abzukleben, weil ich habe zum Beispiel da auch abgeklebt. Da unten drunter, da ist ein Schild, welche einstellen werde. Und nee, das hat nichts damit zu tun, dass ich zu faul gewesen wäre, das abzukleben, sondern das hat wirklich damit zu tun gehabt, weil es da rostig ist.
Klar, ich hätte als Ausbauer können schleifen und das Silber nach Farbe organisieren und würde Silber lackieren, aber es ist und bleibt ein Arbeitsgerät. Vor allem mit Streugut, das teilweise ja doch recht aggressiv ist, weil wir reden da vom Kalk, der tut zum Beispiel Metall angreifen, wo es blank ist. Wir reden da von verschiedenen Anaerobmineraldünger, die eventuell den Lack da innen angreifen. Warum soll ich jetzt dann da akkurat auf jedes mickrige Detail achten und soll da alles pingelig genau in der Originalfarbe machen? Die Rückstrahle wieder in feinsäuberlich Silber und vielleicht vorher die Gläser raus, dass man es halt innen auch noch. Und natürlich dann, also wenn ich so weit gehen möchte, dann hätte ich das Ding in lauter Einzelteile zerlegt, hätte die Einzelteile sauber lackiert, hätte alles wieder schön zusammengebaut, am besten mit Edelstahlschraum, schön glänzend oder schöner verzinkter Schraum. Hätte alles wieder zusammengesetzt, aber wie gesagt, das ist kein Museumsstück. Das ist ein Arbeitsgerät, das wieder eingesetzt werden soll. Ich stelle das jetzt wohl in nächster Zeit dann erst einmal drüben einen Stottel neu. Aber früher oder später kommt er wieder zum Einsatz und da bleiben Kratzer, Dellen oder sonst was nicht aus. Hier geht es dann eigentlich bloß um einen Rostschutz und um einen Holzschutz. Ich mag es eigentlich hauptsächlich bloß deswegen, weil ich naja letztes Jahr zerrissen gehabt habe. So wie ich es gesagt habe, ja, über die Baumwurzel drüber, Beng hat es gemacht, also braucht nur mal ein Video Zoom. Ja, muss im September gewesen sein. Scheiße was, ich habe mir einen Arsch gebissen. Nee, muss sogar im August gewesen sein, denke ich. Ja, weil am 25. August ist der. Was ist am 25. August? Ja, auf jeden Fall, was August ist, das ist der Kolkummer. Nee, 25,8 Donner sind Kummer im August. So. Ja, auf jeden Fall. Ja, so wie er jetzt ausschaut, ist ganz gut. Funktion geht über Optik in dem Fall. Das ist einfach so. Alles andere wäre Quatsch. Ja, und unten, das war ja, ich habe ja zerrissen gehabt, das war ja alles blank, das Holz noch, war ja noch nicht behandelt. Und genau aus dem Grund habe ich gedacht, da kommt jetzt eine Farbe rein, dass wenn der dann wieder zusammengebaut ist und eingelochert wird, erstens einmal ein wenig Schutz vor Feuchtigkeit hat, dass keine Feuchtigkeit ins Holz rein kann. Und zum Zweiten natürlich einen Schutz vor die ganzen Düngemittel. Und damit es alles ein wenig angeglichen ausschaut. Steht übrigens eine Bedienungsanleitung von dem Gerät drin, wenn man dann nutzen tut. Und nach einiger Jahre ist der Lack dann noch ein wenig angegriffen, dann kann man ja auch mal ein wenig nachstreichen. Steht so in der Anleitung drin. Und ich denke, das bin ich dem Ding jetzt doch irgendwie ein wenig schuldig. Der hat mir ja doch recht gute Dienste erwiesen, weil ich meine, 25,8 Tonner Kalk ist nicht ohne und die hat er ausgebracht. Bis auf, naja, 1,5 Tonner könnten noch hinten auf dem Zweiachser sein. Die hat auch noch abgeladen, sobald es ein wenig trockener ist. Und dann ist der Kalk endgültig weg. Also ich habe noch einen Rest, ja. Nee, aber das hat immer alles ausgebracht und dafür bin ich noch dankbar. Und nachdem ich noch kaputt gemacht habe und dann wieder zusammengerichtet, habe ich mir gedacht, jetzt kriegt er auch frischer Farb, dann schaut er wieder schön aus. Ja, was er trotzdem kriegen soll, das sind eventuell wieder die Aufkleber. Die hin habe ich gerettet. Also wie gesagt, da muss ich bloß das Klebeband dann noch runterpfriemeln. Irgendwie. Naja, ist noch zu feucht. Mal schauen, geht nicht mit einer Hand. Das hinten drauf das Amazone-Zeichen wieder und oben auf dem Deckel Amazone in Schriftzug und hüben den Schriftzug L251K. Das wäre noch schön, wenn ich es wieder hätte. Ja, mal gucken. Also, dann schaut er auf jeden Fall aus wie neu. Ziemlich. Wie gesagt, ist kein Museumsstück, ist ein Arbeitsgerät. Jetzt mache ich Feierabend. Ich wünsche euch was. Das war's für das Video. Wie es an dem Streuer weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns wieder. Bis die doch und Servus!